Ja, servus die Mann und grüß euch die Buben. Ja, es sollte ein Overnighter am Hausberg werden, mein Walter. Und der Walter hat sich leider am Knie verletzt, also es tut ihm verdammt weh. Und somit kann er natürlich auch mit keinem Marschgepäck da umhergräulen. Walter, in dem Sinn, gute Besserung an dich. Ja, was bleibt mir anders über? Ich war schon eingestellt und daher gehe ich heute halt mal wieder alleine. Also der einsame Wolf geht wieder. Wieder meine Isomatte dabei, meine Expat. Habe auch den Lüfter heute wieder mitgenommen. Mal schauen, falls es regnet und ich muss komplett zumachen. Habe aber auch ein kleines Tarp mit sicherheitshalber. Rucksack habe ich zugedeckt da hinten und jetzt habe ich einmal schon langsam einen kleinen Hunger. Und so wie es ausschaut, werden wir sich da ein Lagerfeuer heute gönnen. Nur ein kleines, aber schauen wir mal. Ja, 20.44 Uhr. In 4 Minuten geht die Sonne unter und ich gehe jetzt noch einmal nach zu dem Eingang hier. Da vorne habe ich ein bisschen Holz gefunden, trockenes, und das hole ich mir schnell. Ein großes Feuer machen, es sollte ein kleines reichen. Nur ein paar Würste drauf und das war's schon wieder. Gehen wir. Ja, das dürfte auf alle Fälle reichen, und notfalls habe ich ja, borge ich mir da noch was aus, aber das reicht sicher. Ja, machen wir da jetzt einmal ein bisschen frei. Wie gesagt, ich will hier nur ein kleines Feuerchen machen. Passt, machen wir mal das Holz gehen. Ah, ein bisschen Unterzündholz ist auch da. Ja, das ist super. Das knackst ordentlich. Ah, die größeren schneide ich noch ein bisschen. Ja, es ist wieder soweit und es wird die Hungerzeit eingeläutet. Ja, ich glaube, die können wir schon langsam. Das sind diese scharfen Würste wieder. Da habe ich wieder 2 dabei. Heute ein paar gefüllte Paprika mit Sauerkraut. Extrem lecker. Natürlich Senf, und heute gibt es ein Semmel dazu. Ist wieder von meinem Freund Sigi, der Spieß dabei. Der wird mir heute wieder gute Dienste leisten. Ja, Freunde, es ist jetzt 9:30 und ich denke, ich werde mir da mal mein Feuerchen machen, schön langsam. Werden wir das entzünden mit den Trioxan. Ja, jetzt warten wir, bis das ein bisschen brennt, und danach geht's los. Thank you.
niedriger, so hoch will ich das gar nicht haben. Ja, ich habe jetzt eine kleine Fahrradlampe dabei. Die ist wirklich extrem klein. Die hat dieses Rotlicht. Ja, die habe ich einmal vom Nico bekommen in dem Sinn. Danke Nico, du siehst, ich habe sie immer noch. Und jetzt ist sie auch einmal in Verwendung. Ja, die Würste werden wir aufspießen, die habe ich zu Hause schon eingeschnitten. Es geht los. Die schauen schon lecker aus. Ein bisschen noch, dann sind sie fertig. Ja, Freunde, die sind fertig. Oh, die sind extrem fertig. Herrlich. Ein Semmel gibt's. Und diese gefüllten Paprika, die sind auch extrem lecker, muss ich gestehen. So verspeisen. Der darf nicht fehlen. Ja. Na, der knurrt schon. Der dürfte einen Hunger haben. Ah, da bleibst du. Du bleibst bei mir. Ja, Freunde, einmal Mahlzeit quasi. Lecker und extrem heiß. Nein, noch nicht. Das haben wir Feier gemacht. Denn. Ja, es ist jetzt 10:45 Uhr, also das optimale Diätessen jetzt. Um die Zeit. Aber ich werde euch da jetzt nicht unbedingt quälen. Ich werde jetzt einmal in Ruhe essen. Und dann melde ich mich. Ja, das Essen war lecker. Ich bin fertig. Jetzt mache ich mir noch ein Käffchen. Da haben wir eigentlich schon alles vorher hergerichtet. Brauche ich eigentlich nur mehr entzünden. Und draufstellen. Und dann geht's eigentlich schon los. Ja. Ja, das muss sein. Ohne den geht gar nichts. Jawohl. Der ist fertig. Ja, Freunde. Und natürlich, wie immer, zuerst an meine Krankensaison. Die besten Wünsche zum gesund werden und dann an die anderen Brustfreunde. Ja, ist dann eh schon bald Zeit für die Falle. Auf in die Kemenaten. Ja, das war's einmal wieder und jetzt geht's. Einmal ab in die Falle. Jo, Freunde, ich werde mich jetzt von euch verabschieden, denn ich liege in der Falle. Ich mache schnell zu, bevor da noch die restlichen Gelsen hereinkommen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Und habt ihr noch einen letzten Wunsch? Ja, das Lied aus der Superperforenter-Werbung. You don't have to wait for later, he's a new Eliminator. Ask your local weapon trader for the Super Perforator. Stress, just cool it, here's a special bullet. Put it in the magazine, boom, bang into your bean. You can call the operator for the Super Perforator. Killing is our habit, make your radio like a rabbit. Ja, guten Morgen, Freunde. Es ist 4 Uhr. Und seit mindestens 20 Minuten ist dieses geile Geräusch zu hören. Keine Ahnung, welches Tier das ist.
Hammermäßig. Ich schlaf noch weiter. Guten Morgen, Welt. Ja, wir haben 5.16 Uhr und ja, nach diesem komischen Geräusch, das hat mir dann keine Ruhe gelassen, dann bin ich nachgegangen. Das war irgendein Vogel. Ich glaube, der hatte einen Vogel, der Vogel. Ja, auf alle Fälle war dann Ruhe, als ich ihn angeleuchtet hatte, hat aber nicht entdeckt, was das für ein Vogel war, aber jo. Ja, insgesamt war die Nacht heute nicht so besonders, war eigentlich dauernd munter, keine Ahnung warum, aber ist halt so. Ja, und jetzt stehen wir dann mal auf, machen ein Frühstück, denn ich will heute rechtzeitig zu Hause sein, bevor es richtig warm wird. Ja, wie ihr seht, ist jetzt mein Lüfter eigentlich nicht mehr innen und beim Kopfteil, sondern außen und beim Fußteil. Und ich lasse den jetzt da hineinblasen. Und war ich in der Nacht doch leichtes Kondenswasser drin hatte, habe ich mich dazu entschieden, den Lüfter mal außen zu montieren und hineinzublasen. Und warum ich das tue, zeige ich euch jetzt gleich einmal. So, der Grund, warum ich den Lüfter eigentlich draußen montiert habe jetzt, ist eigentlich dieser Teil hier. Hier gibt es ja eigentlich oben absolut keine Lüftung, und wenn jemand so zart gebaut ist wie ich, steht er natürlich auch höher an. Dadurch, dass ich jetzt die Expert verwende, die auch 10 cm hoch ist, komme ich natürlich höher. Das heißt, da oben kommt eigentlich fast keine Luft durch, da ich durch mein Volumen das Ganze etwas abdämpfe. Das heißt, ich hatte innen leichtes Kondenswasser, wirklich. Gerade wenn man ankommt, man hat es gespürt, hatte auch offen, trotzdem, dass es offen war. Und dann dachte ich mir, wenn ich von außen jetzt reinblase, dann kommt eigentlich die ganze Luft hier nach oben und kommt weg. Und das hat auch toll funktioniert, muss ich gestehen. Vielleicht lasse ich mir noch eine Kleinigkeit einfallen, dass ich das Biwi hier kann man nämlich das Moskitonetz aufrollen, das Biwi hier auf den zwei Laschen noch etwas anhebe, dann ist eigentlich ein bisschen mehr Volumen noch innen. Aber ja, an und für sich, so funktioniert es jetzt. Hat toll geklappt. Und jetzt gibt es einmal Frühstück. Ja, das ist groß. Wieder mal sagen. Die schauen extrem lecker aus. Jetzt noch zwei Eierchen dazu. Ja, mein Käfchen ist fertig, herrlich. Passt wieder. Alles perfektes Timing. Ja. Ja, so kann der Tag beginnen. Ah.
Ja, jetzt machen wir ein bisschen einen Abwasch und da kommt wieder mein Zaubertuch zum Einsatz. Ja, das braucht auch nicht viel Wasser. Das war sogar schon zu viel, drehen wir es einmal um. Und das Zeug wächst. Ah, das kann man jetzt schön aufdröseln. Und ist ein super Fetzen, aber den kennt ihr eh schon lange. Aber die habe ich immer wieder gerne im Einsatz. Hände abwischen, reinigen, alles Mögliche. Ja, mein Drecksack kann jetzt auch gefüllt werden. Denn für das habe ich ihn ja gekauft. Ja, Isomatte ist zusammengelegt. Jetzt legen wir noch das Bibi zusammen. Ja, wir haben jetzt 7.30 Uhr. Die Sonne ist natürlich schon hoch am Himmel. Hier natürlich noch nicht, da der Berg im Weg ist. Wir haben alles zusammengeräumt. Es schaut wieder picobello aus. Genauso hier vorne an der Feuerstelle. Wieder alles zusammengeräumt. Und nun gehen wir schön langsam zurück. Ja, Freunde, und da ihr den Weg nun schon kennt, erspare ich euch den. Und man sieht sich dann beim Auto wieder. Ja, Freunde, bin wieder hier unten angekommen. Ja, war eine schöne Nacht, auch wenn ich nicht so durchgeschlafen habe wie immer, aber was soll's, das ist halt so. Ja, sag wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und servus die Marlon und vierte die Bulma. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.